Von morgen, Mittag, Abend. Post gekriegt hier. Und es sieht für mich so aus, als wäre es dann für unseren. Das ist natürlich wieder zugeklebt. Als wäre es das letzte Teil für unsere günstig, billig Gaming-Version eines Gaming-PCs. Und das wäre jetzt rein theoretisch, wenn es das ist, was ich hoffe, weil es insgesamt 9 Wochen gedauert hat. Nachdem, es war ja nicht, dass es einfach nur 9 Wochen gedauert hat, sondern es wurde einmal verschickt und dann ging es an Rückversand und dann wurde es nochmal verschickt. So, und das Ende vom Lied ist, ich habe das jetzt nicht bezahlen müssen, habe das Geld erstattet gekriegt, aber das Gerät ist dennoch jetzt nachträglich angekommen. Ja, hofft man, dass es das ist. Und ja, deine Mutter, ihr Cousin, da ist es. Du Fotze. Und endlich. Ich habe ja gesagt, dass ich dass wir ja hier diese coolen Moonschalter haben. Ja? Und ich ja die Standard habe. Und diese coolen Moonschalter hat mich diese Besonderheit. Und das sieht man nur an der Fernbedienung. Das ist natürlich auch eine eher von Wireless. Aber hier sieht man dann unter anderem die Lichtsteuerung. Das heißt, du kannst eine Mikrosynchronisationssteuerung nutzen und verschiedene Farben, kannst du auch in LED-Effekten etc. Aber was hier auch geil ist, du kannst Do-It-Yourself nutzen und kannst dann Farbverläufe nacheinander oder pulsieren in verschiedenen. Du kannst das alles miteinander noch kombinieren. Das ist das Schöne und das war bei unserem letzten Teil, was jetzt am längsten gedauert hat. Der komplette PC-Bau ist fertig geworden, da habe ich das hier eine Woche vorher bestellt. Es waren sogar 10 Wochen am Ende. Wir haben den kompletten PC zusammengebaut, wir haben da noch extra Teile bestellt und so weiter. Und jetzt ist das Board hier. Ich wollte so ein cool Moonboard haben, weil ich weiß nicht, ich fand es halt passend und es muss irgendwie so ein bisschen zum Stil von unserem günstig PC. Ich habe noch einen anderen. Ich habe noch einen anderen, der deutlich teurer war. Aber ich wollte natürlich jetzt auch nicht missen, dieses bescheuerte Cool Moonboard einzubauen. Was natürlich auch komplett dann hier unten mit LED zugepflastert ist. Und ja, das heißt, ich darf den Rechner nochmal öffnen. Hoffentlich passt das jetzt auch rein. Darf den Rechner nochmal öffnen. Und gerade da, wo das Kabelmanagement ist auf der Seite. Oh, das geht so scheiße zu. Oh, ach ja, für die Leute, die jetzt das Video schon jetzt sehen sollen. Habe jetzt heute Nachmittag was zu tun. Und wir werden heute Mittag dann ein paar Mini-Frikadellen machen. Wie man sieht, habe ich schon den nötigsten Sachen zusammengestellt. Da mache ich wie meist einen Livestream, weil es einfacher ist. Bin jetzt auf der einen Seite froh, dass das Ding da ist. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen angepisst, weil ich den ganzen Schrott jetzt wieder zusammenbasteln muss. Auf der anderen Seite ist es gut. Ich habe keine Lust, was das hier ist. Das funktioniert schon. Das Schöne ist, dass man auf einer Seite sagt, diese coolen Moon-Dinger sind scheiße, aber wenn du den mit Audio-Sync nimmst, ne, also den mit den Symphony nutzt, ja, dann hast du auch hier ARGB, da kannst du auch jedes Asus und so weiter Geschisse anschließen, mit Aura-Sync und den ganzen Scheiß, und das geht dann über das Board mit genauso. Das ist es ja. Und dieses Board kostet mit diesem Sync-Schalter, habe ich bei AliExpress bestellt, habe ich Geld wieder gekriegt, 15,39 €. Ich glaube 16 Dollar irgendwas. So, jetzt haben wir hier noch Installation Guide. Ja, dann kommt das Brettchen ja noch rein. Und dann kann ich jetzt, wenn ich dieses Brett reingesetzt habe, also ich kann so gesehen jetzt schon sagen, der PC ist fertig. Und ich auch. Und jetzt kann man keiner mehr sagen, ja, aber da kommt da noch was. Nein, da kommt jetzt nichts mehr. Damit haben wir unseren PC wenig mehr fertig. Ich werde jetzt wahrscheinlich tierisch schwitzen und schreien, diesen Scheiß einbauen. Und ich habe hier, ich kann meinen Arm gar nicht richtig bewegen. Ich habe irgendwie so krumme Lehnen, ist hier so steif. Das wird beim Frikadellen machen nur lustig. Es löst sich langsam. Das braucht noch ein paar schon. Ja, in diesem Sinne, ich muss mir jetzt so gefühlt noch ein Liter Wasser trinken, weil ich bin fett. Und ja, wir sehen uns, ne?